Setzen 10 heißt dieses Spiel. Ihr bekommt gleich eine Frage, eine Aufgabe mit 4 Antwortmöglichkeiten. Yes. Auf diese Antwortmöglichkeiten könnt ihr immer insgesamt 10 Punkte frei setzen. Mhm. Für die richtige Antwort bekommt ihr die Punktzahl, die ihr vorher auf die Antwort gesetzt habt. Ah. Wer nach 10 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Pro Aufgabe habt ihr ein Zeitlimit von 1 Minute, dass ihr nicht zu lange nachdenkt. Also, ihr habt 10 Punkte, 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr euch sehr sicher seid, dann 10, könnt ihr halt 10 setzen oder 8, wenn ihr euch nicht ganz so sicher seid. Könnt auch 4, 4, 4. Okay. Aber 10 Punkte müsst ihr insgesamt verteilen. Okay. Okay? Wir haben aber auch ein Beispiel, ja. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ja, die Aufgabe oder Frage lautet: Wie oft passt die Erde in die Sonne? 10-mal, 100-mal, 1000-mal oder 1.000.000-mal? Mhm. Ihr könnt jetzt... Also, so. Genau, hoch und runter bei so. Plus und Minus. Genau. Du hast noch... Nee. Genau 10 Punkte musst du verteilen. Du hast noch 7 Punkte frei. Okay. Du kannst jetzt sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es doch 10-mal, aber... Also, der 10 verteilen bei 4 hier. Genau. Okay. Schau auch nochmal hier rüber. Und, ich habe schon okay. Genau, du hast auch schon okay gedrückt. Warte mal. Obwohl, das ist wahrscheinlich Quatsch, was ich... Oh Gott. Hier siehst du immer den Rest, wie viele Punkte du noch hast. Ja. Also, dann... Nachher gibt es nur 1 Minute. So. Einen hast du immer noch? Du hast immer noch einen? Okay. Dann okay drücken, wenn du meinst. Dann haben wir eure Ergebnisse. Das gucken wir uns auch einmal an. Die meisten Punkte gibt Mozzi für circa 1000 Mal. Laura gibt die meisten Punkte 1.000.000 Mal. Und jetzt gucken wir mal, was stimmt. 1.000.000 Mal. Jetzt würde also Laura 6 Punkte kriegen und Mozzi, du kriegst einen Punkt. Du hast ja trotzdem einen Punkt auf die richtige Antwort gesetzt. Gut, verstanden. Hier muss man halt, wenn es geht, wieder viele Punkte machen. Ja. Wenn ihr, je sicherer ihr bei der Antwort seid, umso mehr Punkte gibt er diese Antwort. Okay, ich kann auch zwischendurch aber noch mal gucken und ihr könnt mich auch gerne immer fragen. Also, dann geht's los. Hier die erste Aufgabe, die erste Frage bei Sätzen 10. Und zwar... Welche dieser Inseln ist die größte? Mallorca, Korsika, Gran Canaria oder Kreta? 1 Minute ab jetzt. Boah, der größte. Oh, I don't know. Okay, let me do this. Nicht. Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit. Ihr könnt natürlich vorher gerne einloggen, aber... Mhm. Aber wenn wir jetzt vergessen, okay zu drücken, dann... Das wäre blöd. Okay. Also lieber dann okay drücken. Noch 15 Sekunden. Denk an uns okay drücken, okay. Das ist wichtig. Also wenn ihr nicht drückt, gibt es auch keine Punkte. Beide haben gedrückt. Also... Welche dieser Insel ist die größte? Beide haben auf jeden Fall Kreta 4 Punkte gegeben. Mozzi aber auch noch Mallorca. Die wenigsten Punkte hat im Prinzip Korsika bekommen. 0 und 1. Und die größte von diesen 4 Inseln ist Korsika. Oh, wow. What? 8.760 Quadratkilometer. Also, Mozzi hat immerhin einen Punkt auf diese Antwort gesetzt und bekommt dann auch diesen Punkt logischerweise. Und somit steht es 1-0. Crazy. Ich glaube, ich dachte, weil es so viel, oder von der Karte so viel kleiner ist als Sardinien, habe ich, glaube ich, die ich habe Sardinien und Korsika Ich dachte, es ist kleiner einfach. Ja. Gut. Nächste Aufgabe, nächste Frage. In welchem Land wurde Greenpeace gegründet? Das war 1971. Greenpeace wurde gegründet. USA, Niederlande, Kanada oder Schweden? Puh.
Spiel wurde aber verstanden. Das ist schon mal sehr gut. Noch 30 Sekunden. Ihr könnt aber, wenn ihr lieber nicht mehr nachwecken. Ja. Mozzi hat schon gedrückt. Laura, ich habe bei dir noch nichts. Doch, ich habe. Es ist schon. Ja, du hast noch einen Punkt. Ach so. So. Gut, dass du okay. Das rechnen kann. Hier die Aufgaben. Mozzi ist sich nicht ganz sicher zwischen USA und Kanada. Laura ist sich relativ sicher bei Kanada, darf 7 Punkte gegeben. Und Greenpeace gegründet wurde in Kanada. Ach. Heißt 4 Punkte für Mozzi, 7 Punkte für Laura. Steht jetzt 7-5. Bleibt knapp. Hier die nächste Frage. Welcher dieser Sportverbände hat die meisten Mitglieder? Der Deutsche Schützenbund, Deutscher Handballbund, Deutscher Tennisbund oder Deutscher Turnerbund? Was? Meisten Mitglieder. Schützen ist Schießen. Genau. Schießen. Okay. Sowohl ich nehme mal an, sowohl Bogen. Naja, nee, ich sag jetzt einfach mal Schützenvereine. Das ist, da ist Bogenschießen nicht mit drin. Normaler Schützenverein. Echt a little bit difficult, this one. Ja. Na, aber da sind auch ich überlege noch. Oh. Ja, komm. Okay, 20 Sekunden noch. Oh, zu viele Punkte. Geht nicht. Ich muss irgendwo wenig wegnehmen. Ja, schnell. Du hast noch 5 Sekunden. Ah! Drück okay. Drück okay. Bevor du gar nichts machst. So. Laura sagt, der Deutsche Schützenbund hat mehr Mitglieder am meisten. Im Prinzip sagt Mozzi der Tennisbund. Und die meisten Mitglieder des Sportverband ist der Turnerbund. Oh. Ja. Ganze 4,5 Millionen und danach kommt der Tennisbund mit 1,4 im Rohr aufgerundet. Also ja, der Turnerbund 4,5. 1,4 und der Turnerbund hat 4,4 Millionen. Ja, ganz die genau. Ganz kleine Kinder. Aber genau. Ich dachte Turnen oder Tennis, da war ich, ja. Aber Mozzi Punkte wieder gut gemacht, 9-8. Nächste Aufgabe. Aus wie vielen Zacken besteht in der Regel Bart Simpsons Frisur? Oh, wow. 5, 7, 9 oder 11? Jetzt, haben wir ein Foto von ihm da? Nein. Ja, das ist tatsächlich eine Ratefrage, aber ich vielleicht weiß, zumindest in die Nähe. Warte, ich bin so durcheinander mit. What am I doing? So. Wenn du meinst, musst du. Ja. Du musst das bestätigen. Ich kann ihn nicht mal im Gesicht sehen, ich aber sehe ich muss es auch gerade. Also, aber hat er so viele wirklich? Noch 25. Ja, nicht nur. Arbeit. Ich sehe nichts. Noch 10. Ja, egal. Beide haben tatsächlich gleich im Prinzip getippt. 3-3, 2-2. Und Bart Simpson hat in der Regel 9 Zacken. Wow. Also jeder 2 Punkte. Bleibt spannend, 11-10, 1 Punkt Vorsprung für Laura. Nächste Frage. In welcher Einheit misst man elektrische Stromstärke? Ampere, Ohm, Volt oder Watt? Die Stromstärke. Ampere, Ohm, Volt oder Watt? Ich habe alles das vergessen von der Schule. Stimmt.
30. Stromstärke. Noch 15 Sekunden. Mozzi hat auf OK gedrückt. Puh. Laura auch. Da ist es wieder ein bisschen auseinander. Die meisten Punkte von Laura und Mozzi gehen unter anderem an Volt. Bei Mozzi auch noch an Watt. Volt hat, also im Prinzip hat alles was mit Strom zu tun ein bisschen. Volt ist aber... Die Spannung und die Stromstärke ist Ampere. Watt ist die Leistung. Oben ist der Widerstand. Ampere. 2 Punkte für Laura. Mozzi bekommt aber nur 1 Punkt. Ja. 13:11. Nächste Aufgabe. Wann betrat das letzte Mal ein Mensch den Mond? Das letzte Mal. In welchem Jahr? 1969? 72, 75 oder 78? Das letzte Mal ein Mensch auf dem Mond. Wann war das? Sekunden. Mozzi hat schon eingeloggt. Ja. Laura auch. Und 1969 war es nicht. 1978 war es auch nicht. Ach, Mist. Somit kriegen beide auf jeden Fall schon mal 3 Punkte. Ja, gut. Gleich. 1972 war es. 3 Punkte für beide. Das war die 6. Frage. Wie viel gibt es? 10. Jetzt kommt die 7. 16:14 steht es für Laura. Es ist knapp. Das sind wirklich nur 2 Punkte. Ja, es ist alles so knapp. Hier die Frage. Wie wird dieser amerikanische Schauspieler richtig geschrieben? Oh mein Gott. Matthew McConaughey, McConaughey, McConaughey oder McConaughey. Wie wird er richtig geschrieben? Gott, wenn man da lange drauf guckt, denkt man, das ist alles... Mozzi hat eingeloggt. So knapp, ey. 25 Sekunden noch. Laura hat auch eingeloggt. Beide haben sich mehr oder weniger für das Letztere entschieden. Und das ist auch richtig. Ja. Beide 5 Punkte. Bleibt also weiter knapp. 21:19. Wir haben noch 3 Fragen. Das ist echt mehr als spannend. 2 Punkte nur Unterschied. Hier die Frage. Wie viele Saiten hat in der Regel eine Konzertharfe, die sogenannte Doppelpedalharfe? Wie viele Saiten hat eine Konzert? Ja? Was ist eine Konzertharfe? Die eine Harp, die du. A harp. Yeah. Okay. Diese. Ah. Aber im klassischen. The music, the big one. Ja, genau. One. Ah, yes. Das Instrument. Okay. Genau. Okay. Okay. Oh wow. Ja. Ist riesig. Läuft die Zeit ab so. Jetzt. Puh. Wow. Die klassische Konzertharfe. Wie viele Saiten? 32, 47, 88 oder 112? Wow. Das, ich habe sowas noch nie angeschaut. Aber 112? 30. Habe ich einen Punkt zu viel.
Du hast noch nicht auf OK gedrückt. Laura hat 102. Also, 32, sagt ihr, ist zu wenig. Mozi tippt dann 333, 47, 88, 112. Laura noch auf 88. Und eine Harfe hat 47 Seiten. Ja. Somit macht Mozi wieder einen Punkt gut. Klavier hat, glaube ich, 88 Tasten sein. 23 zu 22. Vorletzte Frage. Welches dieser Lebensmittel hat den höchsten Eiweißgehalt pro 100 Gramm? Wie viel Eiweiß oder was hat den meisten Eiweißgehalt? Die Erdnuss, Hühnerei, Rosenkohl, Vollmilch. Eiweißgehalt pro 100 Gramm. Ich riskiere mal was im Leben, ja? Einmal, ich bin immer so vorsichtig. Immer. Naja, aber sagen wir mal so, du bist nur ein zurück mit deiner Vorsichtigkeit. Nicht, dass du dir vielleicht. Aber ich klar. Ich möchte einmal, aber ich habe es falsch gemacht. Also ich bin immer super vorsichtig. Alles, was ich im Leben mache, super vorsichtig. Deswegen ein bisschen zocken muss man. Da hast du vollkommen recht. Und wenn es richtig ist, ist es auch noch gut. Versteht ihr? Ja. Also Mozi hat eingeloggt. Ich weiß nicht. 5 Sekunden, Laura. Ja. Gut. Ja, gut. Ja, nicht, dass du gar keine Punkte kriegst. Das wäre natürlich blöd. Also, für Rosenkohl und Vollmilch, können wir uns mal angucken, habt ihr euch nicht entschieden, Erdnuss oder Hühnerei? Eins hat 13 Gramm, eins hat 26 Gramm. Also es gehört, eins von den beiden ist auf jeden Fall mit dabei. Rosenkohl und Vollmilch sind es nicht, die sind raus. Du hast recht. Und der höchste Eiweißgehalt pro 100 Gramm ist in der Erdnuss. Ja. Hühnerei denkt man wegen Eiweiß. Es sind auch 13 Gramm, also so viel ist es. Ich habe tatsächlich... nicht zugehört, Tim. Ich habe gedacht, ein Hühner, also not the egg, the chicken. Aber ist okay. Ach so. Okay. Ja, it's okay. Meine. Das Ei war nur rein. Ja. Okay, 28 zu 25, was nichts heißt. Drei. Nur Mozi, jetzt solltest du vielleicht zocken. Jetzt vielleicht was riskieren. All the way. Oder man weiß es komplett. Hier die letzte Frage. In welchem Jahr lief erstmalig der ZDF-Fernsehgarten? Da war ich wieder... 1982, 1986, 1990 oder 1992. Es ist auf jeden Fall für euch scheinbar eine Schätzfrage. Heißt wiederum, dass Mozi gar keine so schlechten Chancen hat. Ja, ich kenne... Also seit ich in Deutschland bin, gab es immer Fernsehgarten. Und ich bin ein bisschen länger... Hier. Sag nicht so viel, die Laura hört zu. Ja, aber sie weiß nicht, wie lange ich hier bin. Ich bin gestern angekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich auch nicht, Mozi. Ist der Lambi nicht öfter beim Fernsehgarten? Der ist sehr oft beim Fernsehgarten. Aber hilft natürlich jetzt. Meinst du, der Lambi war schon in der ersten Sendung? Oder was möchtest du damit sagen? Wie er aussieht? Och, ey. Setz dich. Er gibt dir das zurück. Ich weiß, du kennst das. Ich kenne das. Ich habe mich schon oft getroffen. Also, ich, so, Laura ich hat weiß. Warte, guys, give me a little bit of time. Nee, drück dann okay. Aber wir nehmen es noch, weil wir uns verquatscht haben. Komm. Okay, wegen der Lambi-Witze. Ja. Was? Du hast noch einen Punkt zu vergeben? Yes. Drück okay. Gut. Mir wird schlecht. Ich weiß es nicht, ich war nicht hier. Wenn ich mir das Ergebnis hier so angucke, kann eh nicht sehr viel passieren. Der erste Fernsehgarten war 1986. Oh. Mozi ist zwar mit 4 Punkten dichter dran, aber Laura kriegt ja trotzdem 3 Punkte. Heißt, Laura hat dieses Spiel mit 31 zu 29 gewonnen. Well done. Wow.
und bekommt diese Punkte. Heißt, jetzt steht es 53 zu 38. Hinterlass ein Abo und aktiviere die Glocke.